Hallo meine lieben türkischen und deutschen Freunde, meine Schweizer Freunde, meine österreichischen Freunde. Heute sind wir hier in Antalya, in Murapascha, ein Stadtteil im Kern von Antalya. Hier wurde die Fußgängerzone erneuert, die sieht sehr schick aus. Wir waren gestern hier, haben uns das mal angeguckt bei dem Licht, das sieht sehr toll aus. Tagsüber sieht man es leider nicht so, aber hier sind auch sehr viele Geschäfte. Wir gehen einfach mal lang und gucken auch mal uns mal die Preise an, wie das alles so ausschaut. Wir schwenken jetzt mal hier rüber, also zu diesen. Und jetzt werden wir das mal so machen, dass wir machen jetzt hier einen Cut und dann gehen wir das alles mal durch. Ich erkläre euch ein bisschen was dazu, ihr seht es denn, wie das hier eben so alles ist. Alles da. So, wir schauen uns das hier mal an. Hier gibt es natürlich Gelegenheiten, wo man was essen kann. Eis essen, Tee und Kaffee trinken. Und hier, wenn man hier mit der Straßenbahn fährt, das kostet umgerechnet, wenn wir das auf einen Euro rechnen, 40 Cent. So, hier sind auch wieder Cafés. Und guckt euch das mal an, wie die Straße hier gemacht wurde. Sehr gut, auch überall ein Mülleimer. Ich hatte gestern gelesen, dass auf dem Flughafen Antalya bis zu 12.000 Gäste angekommen sind. Kann ich jetzt aber nicht bestätigen. So, jetzt ist natürlich nicht so viel Betrieb. Es ist ja noch relativ früh, so bei 12 Uhr. Jetzt gucken wir uns mal hier diese für die Straßenbahn das mal an, wie die das hier gemacht haben. Hier ist Kunstrasen auch eingebettet worden, das seht ihr. Alles Kunstrasen. Hier sind so eine Matten, also Steine, ja, das ist ein bisschen hart, aber sonst auch sehr gut verarbeitet alles. Wir gehen einfach mal weiter. So, hier stehen wir bei einem Laden. Die haben Preise von 1 Tele bis 5 Tele oder 2 Tele 50. Das können wir uns mal anschauen. So, was haben die hier zu bieten? Sowas für 2 Tele 50, ja. Das sind umgerechnet 45 Cent, würde ich sagen. 35, ja. Ja. Mhm. Was haben die hier? Ach, Gläser so für 5 Tele. 75 Cent umgerechnet. 6 Gläser drin. Lauter diese kleinen Artikel. Was ist das? 25? Ich werde jetzt mal fragen, ob ich da mal reingehen darf und filmen. Wir schauen einfach mal. So, wir sind jetzt wieder in den Laden. Wir schauen uns mal ein bisschen um, was die Artikel so kosten. So, das sind 20 Tele. Da gibt es so eine, wie nennt man das? Ich komme da jetzt nicht drauf. Ist ein großes Damenportemonnaie, würde ich mal sagen. Ne? Großes Damenportemonnaie, auch hier. Ich schaue mir das mal an. Ja, umgerechnet 3 Euro. Mein Assistent sagt mir gerade 3 Euro, weil ich habe auch nicht alles, die Preise so im Kopf. Ist immer gut, dass er dabei ist. Ich bin ja auch schon 54 bald. So, was haben wir hier? Ach, das sind so kleine Schmuckartikel für 75 Cent umgerechnet. So was hier. Ja, die haben hier sehr schöne Artikel auch. Sieht richtig gut aus.
Das ist natürlich was für unsere Damenwelt. Gehen wir hier mal lang. Oh, Uhren. 15 Tele. 2,50 Euro, sagt mir mein Assistent. Ja, sehr gut. Ja, man kann hier günstig einkaufen. Ja. Auch hier alles da. Also, wenn man sich eindecken möchte mit gewissen Artikeln, kann man hier gut reingehen. Oh, was ist das? Gehen wir da hinten noch mal kurz rüber und verlassen dann das Geschäft. Guck mal, für ein Tele, sowas kann man, 15 Cent hier, für ein Tele kann man auch sowas bekommen. Das sind 15 Cent umgerechnet. Ja, ja, die haben viel Schnickschnack-Kram da. Oh, das sehen wir auch da. Ich gehe da noch mal rüber. So, auch für 15 Cent, für 30 Cent zum Beispiel so eine Ketten hier. Das nennt man auch Gebetsketten. Aber 30 Cent, man kann nicht sagen, dass es teuer ist. Es ist sehr günstig. So, wir werden den Laden jetzt verlassen und gehen mal ein bisschen weiter. Hier sind wir auch bei einem Geschäft, da kosten die Damenhandtaschen umgerechnet 1,50 Euro. Also das ist natürlich eine Geschmackssache, aber wie gesagt, wir hier in Antalya muss man sagen, es ist natürlich ein bisschen günstiger, also günstiger als Alanya. Stelle ich auch von den Preisen her fest. So, Sonnenbrillen haben wir hier für 2,50 umgerechnet. Ja, schauen wir mal weiter. Ich und mein Assistent, wir schauen jetzt weiter. Guckt euch mal, wie die Fahrbahnen hier alle markiert sind. Und wie gesagt, hier, wo die Straßenbahn lang fährt, ist alles mit Kunstrasen angelegt worden. Das sieht man auch zwischendurch, kommen die Steine vor, das sieht man hier. Ja. Hier zum Beispiel haben wir Bekleidung. Ihr könnt auch selber ein bisschen umrechnen. Hier für 14,95. Ja. Hier für 1,50. So, meine lieben Freunde, jetzt geht's weiter. Wir gehen da jetzt mal rüber zu diesem Stand. Da gibt es O-Saft. Gucken uns das einfach mal an, was da so ist. Und wie gesagt, die Atmosphäre ist hier auch super, die Aura ist hier toll. Also ganz ehrlich, schauen wir uns das einfach mal an. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Stand an. Hier. Frisch gepresster O-Saft sind 1,5 Tele, 2,5 Tele. Das ist ja wirklich für Naturprodukte, also nichts Chemisches, ist das sehr günstig. Hier nochmal. Kleines Handygeschäft. Ja, was mich natürlich immer stört, das sage ich ganz offen ehrlich, dass die Preise nicht dabei stehen. Das finde ich nicht gut, weil man möchte die Preise haben. Was ihr da vorne seht zum Beispiel, sind die diese Anlagen da oben, diese Art Lampen, sind abends beleuchtet und haben verschiedene Lichter. Und das sieht sehr gut aus, wenn wir hier jetzt nochmal gucken. Jetzt, mein Assistent zeigt das jetzt mal eben. Diese Streifen hier sind abends alle beleuchtet. Das sieht super aus. Habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Und wie gesagt, eine tolle Atmosphäre. Da drüben ist, gehen wir mal rüber, da drüben ist auch noch ein Geschäft. Aber wie gesagt, eine hübsche Fußgängerzone. Also wir waren gestern Abend da. Es ist sehr viel Betrieb hier immer abends. Haben auch gute Preise. Ach so. Wie heißt das noch? Wir haben doch in Deutschland die 1-Euro-Shops da. Wie nennen die sich noch? 1-Euro-Laden.
Ein Euroladen, ja. Gibt's ja auch in der Türkei. Sogar noch günstiger. Was haben wir hier? 20 Tele. Kleider. Was für die Damenwelt? 25 Tele. 54. So, hier sitzen die. Wir schaffen alle draußen. Ja, genau. Und ihr seht auch hier, die Damenwelt hier in der Türkei läuft also nicht verschleiert rum. Das sieht man. Ach, ganz wichtig, wollten wir noch darauf hinweisen. So, hier haben wir zum Beispiel, guckt euch das einfach mal an. Das ist ein Knopf, man drückt drauf und das Taxi kommt innerhalb von 3 bis 4 Minuten. Ist das Taxi da? Das gibt es hier in ganz Antalya. Jede Straße hat das, egal wenn eine Frau nachts um 3 los ist oder um 4 Uhr unterwegs. Das gibt ja auch eine Art Sicherheit. Und ich habe auch noch nicht davon gehört, dass eine Frau, natürlich gibt es auch hier eine gewisse Kriminalität in der Türkei, aber die ist so gering, die fällt kaum ins Gewicht. Aber hier kann man trotzdem als Frau abends oder nachts um 3 noch rausgehen. Aber sowas gibt es überall. Ich wundere mich, dass es eine BRD nicht so eine Knöpfe an die Straße gibt, wo man drauf drückt und da kommt ein Taxi. Das ist die BRD auch ziemlich rückständig, was das betrifft. Weil das, was mich ja immer nervt bei der BRD, die tun sich ja als sehr fortschrittlich präsentieren, fallen aber immer mehr in die Steinzeit zurück. Jedenfalls was die Regierung anbetrifft. Da sind unsere Leute in der BRD keine Schuld dran, da können die nichts machen. Ist einfach nicht ein System. Hier schauen wir nochmal. Wie gesagt, abends sieht es erheblich hübscher aus, keine Frage. Ist alles toll beleuchtet hier. Guckt mal den Springbrunnen an. Also wie war das? Jedes Mal, wenn hier die Straßenbahn vorbeifährt, genau, ja, dann fängt er an zu laufen. Keine Straßenbahn in Sicht. Schade, ich hätte es gerne vorgeführt jetzt, aber gut, können wir jetzt auch nichts machen. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir konnten leider nicht so viel zeigen. Wir konnten jetzt nicht. Ach, da kommt die Straßenbahn. Wir können hier mal schauen, was passiert, wenn die hier vorbeifährt, wenn sie nicht gleich wieder anhält. Ja. Ob das tatsächlich so ist, ich habe das noch nicht genau gesehen. Und auch sehr moderne Straßenbahn, also keine alte Kiste. Hier gibt es auch offenes WLAN, muss ich noch dazu sagen. Ja, seht ihr? Naja, war etwas kurz, aber macht nichts. Ja. So, machen wir erstmal hier kurz einen Cut und dann geht's weiter nachher. So, meine lieben Freunde, wir haben den Gang durch diese Fußgängerzone gemacht. Ich muss sagen, es ist sehr schön. Abends ist es natürlich hübscher und ich kann das nur empfehlen, wer in Antalya ist, mal diese Fußgängerzone abends zu besuchen. Das ist wirklich, wirklich sehr schön mit Cafés. Man kann Eis essen, man kann sich überall reinsetzen. Die Preise sind wirklich günstig, es ist nicht zu teuer. Jetzt gehen wir nochmal auf den Kurs, der heute besteht. So sieht der Kurs für heute aus. Das ist der Kurs, ja genau. Da habt ihr gleich ein Bild von den Lagen. Sieht ziemlich gefestigt aus, muss ich sagen. Und schaut euch mal das Umfeld nochmal an hier. Ja, sehr schön. Da geht es zu der Autobahn, zur Stadtautobahn rüber, zu diesem Bereich, Stadtautobahn Rontor. Da fahren die Autos nach unten rein. Das ist alles unter Tunnet. Ja, also das wäre es fürs Erste. Ich hoffe, euch hat dieser Bericht sehr gut gefallen. Ich hoffe das. Und es kommt gleich nochmal ein Bericht über die angebliche Wirtschaftskrise in Antalya. Der ist auch noch ganz wichtig. So, dann bis bald. Bis gleich.